erster Eindruck von dem Auto? Was sagst du dazu? Also die Agilität ist deutlich gesteigert halt. Man hat jetzt die Möglichkeit, beide Hände am Lenkrad zu lassen. Schaltbefehle werden reaktionsschnell umgesetzt. Absolut geil, tolles Upgrade. Kann ich nur empfehlen, gefällt mir sehr gut bislang. Musst du mal versuchen, im D-Modus zu fahren. Einfach auch mal zu schauen, wie die Alltagstauglichkeit ist. Und zwar ganz wichtig, neben der Sportlichkeit auch einen ganz normalen Alltagsnutzen zu haben. Das Auto sollte sich eigentlich fahren wie ein normales Straßenauto vom Komfort. Ich denke, das ist jetzt D. Ja. Ja, kann man absolut bestätigen. Einrückmomente, butterweich, frühes Hochschalten, absolut komfortabel. Fühlt sich absolut nach einer Serienapplikation an. Man kann also überhaupt nicht feststellen, dass hier noch irgendwelcher Handlungsbedarf wäre. Fährt fantastisch. Wir haben uns explizit für das 6-Gang-Getriebe entschieden, weil du schon mal gefragt hast, warum kein 7-Gang. Das 6-Gang ist von der Abstufung perfekt eigentlich auf das Auto abgestimmt, weil wir bei ca. 280 km/h Topspeed, 284 km/h in der Endgeschwindigkeit ankommen, was eigentlich der serienmäßigen kurzen Übersetzung von uns auch entspricht. Das hat sich bewährt. Ist agil, passt, ist für die Autobahn immer noch so, dass man damit auch einigermaßen vernünftig reisen kann und hat natürlich halt die gesamte Sportlichkeit behalten. Aber ich bin wirklich begeistert. Das ist schön, freut mich. Passt sehr gut, auch mit der Darstellung hier, natürlich mit dem optionalen Dashboard. Gut. Aber sehr, sehr schön gelöst. Du kannst das Serien-Dashboard verwenden. Das war jetzt Kundenwunsch, der wollte das AEM in der Sonderapplikation, wie wir es haben, mit der Ganganzeige, was normalerweise bei einem Motorsport-Dashboard nicht so ist. Also Ganganzeige schon, aber nicht mit D und M. Das haben wir halt mit einer eigenen Programmierung so gestellt. Du kannst auch das Serien-Dashboard verwenden, da kriegst du auch die Ganganzeige rein. Oh, klasse. Das ist also, der Kunde wird also nicht gezwungen, das Dashboard zu ändern. Keine zusätzliche Anzeige auf dem Armaturenbrett, Ganganzeige im Dashboard und die allen Informationen an Daten, die man braucht. Das war so ein bisschen der Gedanken, den wir daran hatten, das so ein bisschen in die Richtung zu bringen. Ja, so war der Handy. Jetzt hier in dem speziellen Fall, das ist ja kein Geheimnis, ein DQ250-Getriebe von VW, was zwar eigentlich laut Name nur 250 Newtonmeter verträgt. Wir haben es ausgelegt jetzt für 600. Das heißt, selbst bei den Umbauten hier, in dem Fall sind es 490 PS und 530 Newtonmeter, haben wir noch ausreichend Volumen. Das ist keine Raketentechnik, das Getriebe, aber wirklich sehr gute deutsche Handwerkskunst, die sich über Jahre bewährt hat. Ersatzteilversorgung ist einwandfrei. Das sind alles Gründe, die auch ein bisschen dafür sprechen, das so zu verwenden.